Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute mal wieder Horse Riding Tales. Und Leute, der Anfang ist gleich... Nein! Mega, mega heftig, ihr Süßen, denn seht, was hier steht. Der weiße Pegasus, den ich immer haben wollte, und der will auch 3 Fantasy Orbs. Why? Die kosten 300, ne? Ja, ich habe 866. Weil ich hatte mich einmal nicht eingeloggt und dann hat das natürlich von vorne angefangen mit mir einloggen, weil sonst hätte ich ihn mir jetzt kaufen können. Rrr. Tschüss, weißer Pegasus. Bis bald. Bis bald. So, jetzt haben wir einmal den schwarzen, einmal den weißen Pegasus gesehen. Ich muss die beide wegschicken. Es ist mega sad, Leute. Es ist mega sad. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, wo ich den schwarzen Pegasus getroffen habe, verlinke ich sie euch hoffentlich jetzt im i. Hoffentlich. Na, wenn nicht, dann guckt einfach in der Playlist nach. Die ist in der Videobeschreibung. Ist die verlinkt, die Playlist. Aber wenn wir hier gerade schon so ganz einsam und verlassen stehen, dann können wir gleich ein bisschen was arbeiten, in Anführungszeichen. Und zwar, wir sind jetzt mittlerweile bei... Also, wir nicht. Ich hatte die 1 und 2 Dressur gemacht und jetzt haben wir noch die Dressur 3 und die Dressur 4. Und wir fangen mit Applejack an, weil ich zufällig weiß, dass Applejack alle Ausrüstung drauf hat. Und ich hätte gesagt, grundsätzlich werde ich besser in der Dressur. Ich muss mich aber in der Dressur viel mehr konzentrieren, dass ich das hinbekomme, als beim anderen. Wobei, ne, also... Was erzähle ich hier? Das letzte Mal habe ich so krass verkackt, dass ich nur 2 Sterne bekommen habe und ich schon Angst hatte, dass ich gar keine Sterne mehr bekomme, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das machen wir jetzt gerade im Moment nicht ganz so schlecht. Die Apple ist schon süß, ne? Die ist schon niedlich. Ich freue mich aber, wenn wir wieder Ausrüstung bekommen, die nicht blau ist. Ich persönlich hätte mir ja gewünscht, dass wir die Farbe aussuchen können, wie so in MSP so ein bisschen. Aber jetzt nicht 100 Farben oder so, sondern vielleicht 2 oder 3 oder 4 Farben. Dann hätte ich nämlich immer eine Ausrüstung für die Apple gemacht und eine Ausrüstung für Rainbow Dash. Denn Rainbow Dash ist ja blau. Yes, das haben wir gut gemacht. Yay, da lacht der kleine Smiley. Mega nice. Das ist astrein, Leute. 3 Sterne. Da freut sich die Apple und die Sandy. Und dann, nee, Moment, jetzt müssen wir erst die Ausrüstung tauschen. Wir müssen die Ausrüstung tauschen, Alter. So. Ach so. Das Blanket trägt gerade Rainbow Dash. Dann ziehen wir kurz das Blanket aus. Und holen uns dieses Blanket. Dann ziehen wir alles andere auch noch aus. Und ziehen das Rainbow Dash an. So, Dashy Smashy bekommt... Dass der grüne Sattel immer so weit unten ist. So. Oh no. Hä? Warum backt es denn immer? So, jetzt, oder? Habe ich jetzt alles drauf, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer Schwierigkeiten und vielleicht habe ich einfach doppelt geklickt. Okay, das ist drauf. Der Sattel ist drauf. Die Gamaschen sind drauf. Alles ist drauf. Okay. Leute, wir sind ready to go. Ready to go. Wir gehen mit Dashy Smashy. Tier 81, Leute. 81. Das ist krass. Wir sind mittlerweile bei Tier 81. Und Dashy legt los. Leg los, Dashy. Go, go, go. Wir sind gerade im Trab. Naja, sieht gut aus. Ich darf nur nicht so viel auf meinem Pferd gucken. Denn wenn ich auf meinem Pferd gucke, dann kann ich nicht mehr richtig lenken. Oh, das ist schön. Die Passage. Das sieht gut aus. Das sieht wunderschön aus. Oh Gott. Welches Level bin ich eigentlich mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich kann euch jetzt gerade keine Geschichten erzählen, weil ich mich hier so krass konzentrieren muss. Das kann ich nur machen, wenn wir so ein normales Championat gehen. Das ist so mega süß. Wir sind so süß. Oh, die Piaffe. Jetzt kommt die Piaffe. Die Piaffe ist die leichteste Variante. Da muss ich quasi nur hier gucken, dass ich im Kreis bleibe. Das ist easy. Also easy nicht, aber es ist leichter wie alles andere. Trot. Okay, es geht wieder los. Wir kriegen es hin. Oh nein, wir kriegen es doch nicht hin. Ja, fast, Leute.
Aber ihr hattet mir geschrieben, ihr findet die Dressur auch schwieriger als das Springen. Das haben wir doch nicht schlecht gemacht, oder? Kriegen wir 2 oder 3 Sterne? Nur 2 Sterne, weil ich einmal aus Versehen abgerutscht bin. Das ist schade, aber gut, wir sollten es trotzdem geschafft haben. You know more than you're telling. Ja, wir haben es geschafft, es geht weiter und wir sagen, ich weiß gerade nicht wem, dass er mehr weiß, als er zugibt. Sie. I'm the head of one of the country's most prestigious horse riding academies, with a long and illustrious history. A school that can trace its lineage back through the ages. You're right to think I know a lot more than you do. Yes. So, why won't you answer my questions? You're a teacher, after all. Ah, good. You're learning. All students ask questions, but the best ones ask the right questions, even if the teacher doesn't answer them. Okay. Das ist interessant. Wir haben sie gefragt, warum sie uns nicht alles erzählt, was sie weiß. Dann hat sie gesagt, sie weiß tatsächlich viel mehr, als sie zugibt, denn sie ist ein Lehrer, einer der besten und tollsten Schulen in der, ich weiß es nicht mehr genau, in auf der Welt, hat sie gesagt, oder eventuell hat sie gesagt, im Land. Und wichtig ist nicht, was der Lehrer erzählt, sondern die Fragen, die wir stellen. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht, Leute. Diese Story, die fesselt mich einfach so krass. Und wir haben Finish All Tears in Rainbow Mane Equestrian 3. Und das ist wieder eine Horse Show. Das heißt, das nächste Mal könnt ihr euch freuen, wieder auf 2 unglaublich lange Laberrunden mit mir. Aber wir wollen jetzt erstmal uns die Luna graben und gucken nach Cross Country. Denn Leute, beim letzten Mal haben wir ja mitbekommen, dass wir neue Sachen bekommen können. Der Special Prize hat sich geändert und hier ist es. Ein neues Outfit und es ist wunderschön. Das sieht richtig klasse aus. Es hat letztes Mal komplett gebuggt. Wir haben gar keinen Rang bekommen. Ihr seht, ich habe gar keinen Rang bekommen, was sehr, sehr schade ist. Wir können noch einen Tag 12 Stunden daran teilnehmen. Und ich hätte gesagt, wir probieren es jetzt so lange, bis ich gewinne. So schaut's aus, Leute. Wir probieren es einfach so lange, bis ich gewinne. Oder bis meine Tickets aus sind. Ich meine, was kosten denn Tickets? 5 Tickets kosten 50. Ja gut. Wir können es auf jeden Fall jetzt erstmal... Oder nee, wie viele Tickets brauche ich? 1 brauche ich. Ja, ne? Los geht's, Leute. Los geht's. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich brauchen werde, aber... Los geht's. Ich glaube, hier kann ich so vorbei. Jawohl. Und hier... Oh nein. Mit dem Dashen, das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Nein, ich bin vorbeigelaufen. Okay. Nochmal! Leute, ich werde mehr wie 5 brauchen, das zeige ich euch gleich. Ich habe es mit dem Dashen nicht im Griff. Ich bin schon so lange kein Rennen mehr gegangen. Also zumindest kein Competitive-Rennen, ihr Süßen. Okay. Das war nicht schlecht. Jetzt bin ich da wieder vorbeigelaufen. Ich hasse mein Leben. Okay, nochmal. So viele haben wir nicht mehr, Leute. So viele haben wir nicht mehr. Okay, jetzt zählt's, Leute. Jetzt zählt's. Okay, über den ersten müssen wir nicht drüber. Über den zweiten müssen wir aber drüber. Wow, das war gut. Oh mein Gott, jetzt dürfen wir es aber nicht mehr verkacken, ihr Süßen. Okay. Okay, wir dashen. Oder auch nicht. Wir springen. Wow. Seht ihr das, wie früh ich abspringen muss? So, ich traue mich jetzt gerade. Okay, jetzt kann ich wieder dashen. Ah, das war schlecht. Das war... Oh Gott, das war mega schlecht von mir geritten. Oh, das war mega schlecht von mir geritten. Okay, 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 okay. Das war jetzt bis jetzt nicht ganz schlecht. So, jetzt können wir wieder dashen. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Da dashen wir nochmal. Okay, wir müssen hier hinter. Okay, jetzt können wir wieder nicht mehr dashen, weil hier das Problem ist, dass ich hier sonst nicht gut rumkomme. Da habe ich Angst sonst. Okay. So, dann dashen wir hier rein und springen hier rüber. Oh mein Gott, das war gut, Leute. Das war auch nicht schlecht. Okay.
Da springen wir drüber und deshalb sind wir relativ gut gekommen. Da dashen wir jetzt nochmal. Hier können wir auch nochmal dashen. Nein, da habe ich jetzt den Dash zu früh losgelassen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Lauf zu. Nein, jetzt bin ich stehen geblieben. Oh, Leute. Oh, das war mega schlecht. Oh Gott, wann hat es ein Ende? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen hier es auf jeden Fall jetzt nochmal probieren mit dem... Nein! Nein, das ist nicht mein Ernst. Okay, das war besser, es war besser, es war besser, aber... Das hat mir jetzt, das hat mich jetzt so viel Zeit gekostet, ihr Süßen. Oh Gott. Drückt mir die Daumen, dass ich trotzdem noch... Oh nein, 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 bitte, komm, lauf! Lauf, bitte! Wann ist es endlich zu Ende? Es hat kein Ende. Es hat absolut kein Ende. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass wir haben einmal New Record. Wir haben keine Position. Es buggt. Doch jetzt. Oh nein, Position 72. Leute, ich bin viel zu schlecht. Oh nein. Ich müsste unter die ersten 30 kommen, dass ich das Outfit bekomme. Ich meine, ich könnte vermutlich noch ein paar Plätze gut machen, ihr Süßen, aber... Vermutlich nicht sehr viele. Sehr, 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 sehr schade. Dann hätte ich aber gesagt, war's das mit dieser Folge von Horse of Riding Tales. Ich hoffe, dass das Outfit noch ein paar Wochen bleibt, dass wir noch die Möglichkeit haben, ein bisschen besser zu werden, denn Platz 72 ist definitiv noch nicht gut genug, ihr Süßen, es ist nicht gut genug. Ich hätte das Outfit unglaublich gerne. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so habt für Zeiten und für Positionen. Meine wunderschöne Luna hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ein bisschen reingeschissen. Ja, ich werde in den nächsten Wochen mein Bestes geben, dass ich auch das neue Outfit wieder irgendwie bekomme. Ich glaube, das Outfit war ja jetzt auch länger drin, dass man die Möglichkeit hatte, es eben auch zu bekommen. Und dann danke ich euch jeweils fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!